Sie haben immer, bislang zumindest, nachher ein besseres Bild für den Durchschnitt der Bevölkerung gebracht. Die Lebensverhältnisse haben sich durch die industriellen Revolutionen hinweg verbessert. Es besteht das Potenzial, dass das bei dieser digitalen Revolution jetzt auch der Fall ist, wissend, dass wir dazwischen durch eine Veränderungsrezession gehen werden. Aber wie wir hinten herauskommen aus diesem Veränderungsprozess, das ist keine Selbstverständlichkeit und das wird nicht nur dadurch gelöst werden, dass die Kinder und Jugendlichen von heute besonders gut programmieren können, sondern dass sie in der Lage sind, gesellschaftliche, ethische und moralische Fragen beantworten, lösen und diskutieren zu können. Das ist der erste Schritt. Und Sie kennen diese berühmten, ich trage ja hier Eulen nach Athen bei seinem Bildungspublikum, Sie kennen die berühmten Kompetenzen des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube, wenn wir über Digitalkompetenz sprechen, dann können wir die immer nur im Kontext eines größeren Rahmenwerkes von Kompetenzen uns ansehen, die damit zu tun haben, die Welt insgesamt zu verstehen und zu interpretieren, die damit zu tun haben, diese Welt zu meistern auf die eine oder andere Weise und vor allem gemeinsam Neues zu schaffen. Da ist mir sowohl das Gemeinsam als auch das Neues schaffen wichtig, die Gesellschaft voranzubringen. Das muss Bildung leisten können und dazu trägt Digitalisierung bei, kann beitragen. Sie beschleunigt auch die Veränderungsprozesse dahinter. Sie kann in manchen Bereichen auch die Lösung sein, sie ist aber ganz sicher nicht die alleinbringende Lösung. Ergänzend, und das ist jetzt das Ugly von Good, Bad and Ugly, das Ugly ist, wir sprechen, wenn wir über Bildung sprechen, so auch bei dieser Konferenz, sehr, sehr intensiv über Bildung an Kinder und Jugendliche. Und tatsächlich sind aber diejenigen, die den meisten Veränderungsbedarf und Aufholbedarf haben, nicht diejenigen, die jetzt ohnehin schon in eine digitale Welt hineinwachsen, sondern diejenigen, die kalt erwischt werden sozusagen von der Digitalisierung, nämlich die Erwachsenen. Ja? Sie können sich selber in Ihrem Alter so ungefähr da einordnen auf dieser Grafik. Das ist die Teilnahme an formalen, muss man dazu sagen, Bildungsprogrammen im Durchschnitt, bei Ihnen sicher höher, aber im Gesamtdurchschnitt sehen Sie, wie das rapide abfällt. Und es fällt nicht nur insgesamt auf rapide ab, und da ist der entscheidende Faktor dahinter, sie ist direkt proportional zum höchsten ursprünglichen Bildungsgrad, den man hatte. Wer also gut ausgebildet in seiner Grundausbildung herausgekommen ist, aus dem Bildungssystem mit 18, 20, 24, was auch immer die Bildungskarriere da hergegeben hat, dessen oder deren Chancen, im Laufe des Lebens weiter an lebenslangen Lernen, lebensbegleitenden Lernen teilzunehmen, sind hoch. Wer von vornherein einen niedrigen Bildungsgrad hat und daher eigentlich besonders betroffen ist von diesen Veränderungsprozessen, nämlich besonders negativ betroffen ist, der oder diejenige tut sich besonders schwer, Anschluss an neue Bildungssysteme oder Bildungspfade zu finden. Ich glaube daher, wir müssen aufpassen, dass wir bei Bildung nicht nur auf die Jugend schauen, sondern insbesondere auch auf Erwachsenenbildung und Fortbildung. Und da ändert sich die Rolle des Bildungswesens in meiner Ansicht nach ziemlich stark. Erster Punkt. Und schon 9 Minuten vorbei von 20. Zweiter Punkt. Ich glaube, dass sich das Bildungssystem ziemlich auf den Kopf stellen wird. Und der Ausgangspunkt dieser These ist die Grundfrage, warum man überhaupt in die Schule fahren sollte. Und das ist eine Frage, die im ersten Schritt vielleicht, wie soll ich sagen, paradox klingt. Sie ist aber, wenn Sie sich die Arbeitswelt anschauen, inzwischen eine durchaus relevante Frage. Warum soll ich ins Büro fahren? In der Vergangenheit ist man ins Büro gefahren, weil dort die Produktionsmittel versammelt waren. Dort war die Schreibmaschine, dort war das Festnetztelefon, dort waren die Akten. Man musste ins Büro fahren, um arbeiten zu können. Der Umkehrschluss hat dann übrigens auch bedeutet, wenn man aus dem Büro rausfährt, konnte man nicht weiterarbeiten. Die Work-Life-Balance-Diskussion war deswegen nicht virulent, weil sie nicht technisch auch nicht möglich gewesen ist vor 20 Jahren, 25 Jahren. So. Heute ist es so, dass das Büro in der Hosentasche oder zumindest in der Jackentasche immer dabei ist. Am Smartphone, am Tablet, was auch immer. Der Grund, warum wir ins Büro fahren, erschließt sich nicht mehr aufgrund der individuellen Produktivität, sondern erschließt sich aufgrund der Zusammenarbeit mit anderen. Im Gegenteil, es ist sogar so, wenn man besonders konzentriert arbeiten möchte, besonders hohe persönliche, individuelle Produktivität anstrebt, dass man dazu im Büro eher weniger Gelegenheit findet. Das kennen die meisten, wenn sie ins Büro fahren, sind sie sofort umgeben von irgendwelchen anderen Leuten, die irgendetwas wollen von ihnen. Wenn man in Ruhe arbeiten möchte, sucht man die Bürorandzeiten aus oder macht das außerhalb des Büros. Ins Büro fahren wir aus anderen Gründen, um uns auszutauschen, um zusammenzuarbeiten, auch um das Sozialsystem Unternehmen zu erleben und zu spüren, um zu interagieren, zu kommunizieren. Und wenn man da diese
diesen Wandel auf das Bildungssystem umlegt, dann muss man auch anerkennen, dass der Grund, in die Schule zu fahren oder auf die Uni zu fahren, nur um Content abzuholen, denkbar gering ist. Und daher glaube ich, dass es durchaus möglich ist, ein Schulsystem sich vorzustellen, bei dem man nicht in die Schule fährt, um Content zu holen, sondern in die Schule fährt ausschließlich, um Übungen zu machen. Also was wir ja, also man muss, irgendjemand hat vorhin gesagt, man muss aufpassen, von N ist 1 auf die Allgemeinheit zu schließen, insbesondere beim Bildungssystem ist das zutreffend. Aber wenn Schüler in der Schule lernen und dann zu Hause die Hausübung machen, dann glaube ich, dass das ein veraltetes Konzept ist. Ich glaube, dass das Konzept der Zukunft eher so ist, dass man sozusagen zu Hause den Inhalt lernt und dann in die Schule kommt, um dort gemeinsam zu üben. Und das ist heute schon der Fall. Das hat der D21-Index sehr schön ergeben. Wenn Sie in der Studie danach lesen, gibt es auf der einen Seite den Ruf nach dem Primat der Pädagogik, dass also Lehrer die Hoheit darüber haben, wie digitale Techniken in der Schule verwendet werden, um Lehrinhalte zu vermitteln, welche Tools eingesetzt werden, welche Inhalte etc. eingesetzt werden. Die Realität hat dieses Primat inzwischen streckenweise schon überholt. 60% der Schülerinnen und Schüler verwenden YouTube in ihrer Freizeit, um nachzulernen, um Hausübungen nachzulernen. Das kennen Sie auch alle, es liest kein Mensch mehr Handbücher. Wenn Sie irgendein Gerät haben, von dem Sie nicht wissen, wie es funktioniert, werfen Sie YouTube an und schauen hinein. Irgendjemand hat das schon einmal bedient und dem können Sie zuschauen. Und genau das Gleiche machen Schüler auch. Die gehen nicht nach Hause und sitzen und büffeln über den Schulbüchern, sondern schauen sich YouTube-Videos an, wie diese Gleichungen zu lösen sind. 47% sind in sozialen Medien tätig, um ihre Hausübungen zu machen. 68% verwenden Messenger-Dienste dazu. Dieses Primat der Pädagogik, dass der Lehrer oder die Lehrerin darüber bestimmt, wie Tools eingesetzt werden, wird spätestens in der Freizeit bei den Kindern, also dann, wenn sie aus dem Schulgebäude draußen sind, überholt. Wir haben ein Ende der Anwesenheitspflicht in Wahrheit vor uns. Und das ist nicht nur eine Frage, wo gelernt wird, sondern es ist auch eine Frage, welche Struktur Lernen hat. Wir verabschieden uns zunehmend von dem Lernen auf Vorrat, bei dem wir Inhalte lernen um des Lernens willen, und kommen zunehmend in eine Welt des informellen Lernens, des Lernens bei Bedarf, wo ich etwas lerne zu dem Zeitpunkt, wo ich es brauche, und danach auch wieder das Wissen, die Inhalte ein Stück weit zumindest vergesse, was auch logisch ist angesichts der Halbwertszeit von durchaus vielem Wissen, was da existiert. Das heißt aber für Bildungssysteme und für Bildungskörperschaften, dass sie ihre Rollen, ihre Funktionen deutlich weiterentwickeln müssen. Ich habe hier auf diesem Slide einmal so ganz grob dargestellt, eine Hochschule beispielsweise, eine Universität, in unterschiedlichen Kategorien. Ja, welche Kunden bedient die, mit welchen Leistungen arbeitet die, wie werden diese Leistungen erbracht, etc. Und da sehen Sie so im oberen Teil, welche Kunden hat eine Hochschule heutzutage. Das sind meistens Schüler, Schulabgänger, die unmittelbar nach dem Abitur in Deutschland, nach der Matura in Österreich, dann auf die Uni gehen beispielsweise und aus dem Inland kommen. Erwachsenenbildung ist nur ein relativ kleiner Anteil. Sie sehen, dass ein großer Teil nach wie vor Präsenzunterricht am Campus ist, wenige Teile online zum Beispiel. Wenn wir uns das gleiche System in der Zukunft ansehen, dann sehen Sie, dass sich da Parameter verschieben werden. Wir werden Erfordernisse haben, wir werden das einfordern müssen von Bildungseinrichtungen, dass sie einen Massenmarkt bedienen, dass eine Hochschule kein Eliteinstrument mehr ist, sondern dass sie im Sinne von Edutainment, wenn man so sagen möchte, einen breiten Markt abdecken kann. Das setzt voraus, dass Wissen modulhaft angeboten wird, das setzt voraus, dass Content-Aggregation stattfindet, dass eine deutliche Weiterentwicklung und Veränderung auch auf einer systemischen Ebene, auf einer organisatorischen Ebene bei Bildungseinrichtungen stattfindet. Daher, ich glaube, wir werden die Uni von morgen, die Schule von morgen nicht wiedererkennen, und zwar nicht nur deswegen, weil sie voll mit Tablets ist, sondern weil sie strukturell etwas anderes leistet, als sie das in der Vergangenheit gemacht hat. Dritter Teil, zum Thema Gesellschaft zu kommen, möchte ich auf dieses politische De-Alignment ein bisschen eingehen, das wir jetzt in den letzten Monaten, Jahren eigentlich erleben, wo wir aus dieser Hyperstabilität der politischen Prozesse aus den 60er, 70er, 80er Jahren mit ganz klaren, großen Parteien, die Staaten lenken, sagen wir es mal so, Staaten lenken, zu einer Instabilität eigentlich der Gegenwart. Und warum ich das Monza-Effekt nenne, ist, wenn Sie mal nach Wien kommen, dann
oder schon in Wien waren, dann kennen Sie vielleicht den Prater. Das ist so ein Belustigungspark, so ein Vergnügungspark. Kommen Sie im Frühjahr, jetzt im Winter ist er irgendwie ausgestorben. Aber wenn Sie im Frühjahr kommen, dann finden Sie dort eine kleine Autobahn. Die heißt Monzer Autobahn und das ist ein Foto von dieser Autobahn, auf der bin ich aufgewachsen. Ja? Da sitzt man in solchen kleinen Autos drinnen und Sie sehen, mit welcher großer Energie und Leidenschaft die Kinder da drinnen lenken. Es gibt zwei wichtige Dinge in diesen Monzer Autos. Das eine ist das Lenkrad und das zweite ist ein kleiner roter Knopf und wenn man auf den drauf drückt, dann hupt das mit so einem Geräusch. Ja? Aber das ist super wichtig für Kinder. Wenn die Kinder älter werden, verlieren sie ziemlich dramatisch das Interesse, in dieser Monza-Autobahn zu fahren. Vorher bringt man sie dort nicht raus, noch einmal fahren, noch einmal fahren, noch einmal fahren und irgendwann ist es schlagartig vorbei. Und das hat nichts mit der Körpergröße zu tun, dass sie rauswachsen aus diesen kleinen Autos, sondern hat einen anderen Grund. Das Lenkrad hat nämlich keinerlei Funktion. Die Autos fahren auf Schienen durch die Gegend und auch die Hupe hat logischerweise keine, also aus einer akustischen Funktion hat sie keine andere Funktion. Kein anderer Verkehrsteilnehmer kann sein Verhalten tatsächlich verändern, wenn da gehupt wird. Das Interesse verlieren die Kinder dann, wenn sie erkennen, dass man so viel, wie man möchte, lenken, drehen, hupen oder ähnliche Dinge tun kann und es ändert sich nichts am System. Ab dem Zeitpunkt wendet man sich ab. Und wenn wir so ein bisschen auf die politischen Systeme der Gegenwart schauen, in unseren, Gott sei Dank, aufgeklärten liberalen Demokratien, dann haben sehr, sehr viele Bürger und Bürgerinnen dieses Gefühl, dass sie wählen können, was sie wollen, es ändert sich nichts, dass sie sich beteiligen können, es ändert sich nichts und daher wenden sie sich ab. Und sie wenden sich in eine Richtung ab, die niemandem von uns recht sein kann. Und ich meine das jetzt gar nicht parteipolitisch, eigentlich schon, aber offiziell nicht parteipolitisch, sondern insgesamt auf, sie wenden sich ab von dem demokratischen Grundverständnis, an dem wir so viel festhalten. Was hat das für einen Zusammenhang mit Digitalisierung? Es gibt diese in der Politikwissenschaft die Grundannahme, dass es vorwiegend die gebildete Mittelschicht ist, die sich in politischen Prozessen beteiligt. Diejenigen, die ganz oben sind, brauchen sich nicht notwendigerweise in Wahlen beteiligen, sondern haben andere Instrumente, um politische Entscheidungen herbeizuführen, Lobbying und ähnliche Dinge zum Beispiel. Und diejenigen, die ganz unten sind, im Sinne von ungebildet etc., haben an diesen Prozessen in der Vergangenheit nicht teilgenommen. Daher war Bildung immer ein wichtiger Faktor, zu sagen, ja, das wird helfen, um Demokratie voranzubringen. Was wir jetzt erleben, das Phänomen haben Sie am Vormittag ja auch schon gesehen, die Angry White Man und ähnliche Dinge, führt dazu, dass dieses Postulat nicht mehr zutreffend ist. Und ich glaube, Ihr Finanzminister hat im Jahr 2014 gesagt, der Shitstorm ist seiner Meinung nach keine Weiterentwicklung der Demokratie. Wir müssen im Jahr 2016 anerkennen, dass sie das doch tatsächlich ist. Nicht in einem positiven Sinne, aber tatsächlich ist es eingetreten. Und daher, wenn wir über Digitalkompetenz sprechen, das ist mein Abschluss an diesem Zusammenhang, ist die Frage, wie lässt sich die Beteiligung an politischen Prozessen durch Digitalisierung bestmöglich unterstützen und fördern und verbessern? Und ist Digitalisierung überhaupt als plebiszitäres Instrument tauglich? Und wenn ja, was muss man dazu tun? Und das heißt, welche Rollen nehmen Bildungseinrichtungen, welche Rollen nehmen Lehrer ein, wenn sie nicht mehr der Erklärbär sind? In der Vergangenheit gab es nämlich nicht nur eine Hierarchie im Umgang miteinander, sondern auch eine Hierarchie des Wissens, wo Lehrer Hüter des hermetischen Wissens sozusagen waren und das portionsweise an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben haben, so wie es ihrer Meinung nach oder der Meinung des Bildungssystems nach die Pädagogik erfordert. Heute ist das nicht mehr der Fall und das ist bei fachlicher Ausbildung nicht der Fall und das ist auch bei politischer Ausbildung nicht mehr der Fall. Wissen und Kompetenz entstehen nicht mehr aus Hierarchie und aus Zuhören und aus passivem Konsum, hier schon übrigens, sondern aus dem Austausch, aus der Diskussion, aus dem dialogischen Miteinander. Und das erfordert Moderatorenrollen, das erfordert Rollen, die diesen Prozess kuratieren und von einer Grundhaltung der Offenheit, der Transparenz und dem Streben nach Eigenverantwortung an das Thema Bildung herangehen. Und Sie haben die Frage im Vormittag gestellt, ob die Lehrer Digitalkompetenz haben. Man muss in dem Zusammenhang auch die Frage stellen, ob sie Kompetenz haben in dieser Ausrichtung. Ich danke sehr herzlich für Ihre sehr analoge Aufmerksamkeit. Danke. Noch eine Frage, Herr Kümmerl. Noch eine Frage von hier und dann setzen wir uns gleich alle hin. Sehr gern.
Da unser Panel sich jetzt gleich mit Fragen von Leadership/New Leadership beschäftigen wird, Employability, Arbeitsmarktentwicklung. Das, was wir als letztes gesehen haben, was Sie da eben an die Folie geworfen haben, Offenheit, Transparenz, Eigenverantwortung, sind ja Stichworte, die wir häufig mit New Leadership assoziieren. Gilt dieser Monza-Effekt auch, ich will jetzt sagen, nicht unisono, aber in Großem für die Arbeitswelt von morgen? Selbstverständlich. Selbstverständlich, wir erleben das ja, dass Mitarbeiter in innere Emigration gehen eigentlich. Ich finde es ja interessant, das reflektiert ja auch auf diese 4,5 oder 6%, die da vorhin gekommen sind. Ja. Alle großen Unternehmen suchen die innovativen Querdenker. Ja. Also hat man sich eine Jobinserate anschauen. Es sucht ja keiner den Langweiler, der das Gleiche, was er die letzten 20 Jahre woanders gemacht hat, jetzt weitermacht. Alle wollen die innovativen Querdenker haben. Das alleine ist schon schwer genug, die zu finden. Die Frage ist aber nicht nur, wie kriege ich die, sondern wie überleben die im Unternehmen? Weil normalerweise, wenn diese Querdenker ins Unternehmen kommen, trifft sie die Dreifaltigkeit des Ideentodes, nicht? Das haben wir schon mal gemacht? Nein. Das haben wir noch nie ausprobiert? Nein. Und da könnte ja jeder kommen? Mhm. Nein. Das sagen Sie nicht nur als Österreicher? Nein, ich weiß nicht. Ich habe relativ viel in Deutschland zu tun. Und wir sind zwar durch die gleiche Sprache geteilt, aber in dieser Hinsicht, glaube ich, sind wir relativ ähnlich. Und ich glaube, wenn wir Veränderung haben wollen, müssen wir auch damit von vornherein mit dem Geist hineingehen, dass es eben nicht systemerhaltend ist, sondern dass da Störfaktoren, Störkörper hereinkommen und mit denen, über die müssen wir uns freuen und nicht sagen, ja, na, wer weiß, ja, wer weiß, wann er überhaupt einmal Führung leisten kann. Ausprobieren, zulassen. Hatten wir eben auf dem, Sie sind jetzt gerade dank des Streiks etwas später ja gekommen, deswegen, wir fassen das gleich nochmal zusammen, was gewissermaßen die Schlagworte von eben aus der Debatte waren, um da weiter zu diskutieren.